Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Elektrischer Schutz ist unser Thema. Nach wie vor sind wir beim Anlagenschutz. Letztes Mal haben wir über Sicherungen gesprochen, Schmelzsicherungen. Nun, Schmelzsicherungen haben natürlich den Nachteil, dass sie nicht exakt ausschalten. Das heißt, bei moderaten Überströmen, sagen wir Faktor, weiß nicht, 1,2 oder so irgendwas, 20% Überstrom über den Nennstrom, dauert es eigentlich ewig, bis die auslösen. Nicht? Und auch bei Faktor 5, 6, 7 dauert es eigentlich noch relativ lange. Okay? Das ist ein Nachteil. Ein anderer Nachteil ist, das zerstört werden. Ja? Also das heißt, ich muss dann wirklich ein Teil austauschen, ich kann es nicht wirklich einschalten. Hat man sowas zu Hause? Ja, so etwas hat man zu Hause, aber nicht, das ist nicht das, was üblicherweise ausschaltet. Das, was üblicherweise ausschaltet, ist ein sogenannter Leistungsschutzschalter. Ich zeige ein Foto von so einem Leistungsschutzschalter her. So schaut das aus. Okay? Also diesen Schalter kennt jeder vom Sicherungskasten hoffentlich. Das ist dieser Schalter. Wenn ausgeschaltet ist, ist der herunten. Wenn man wieder einschaltet, drückt man den nach oben und dann ist Strom. Ja? Man kann dort auch ausschalten und dann um irgendwas spannungsfrei zu schalten, muss man aber allpolig machen, darf man nicht nur die Phase ausschalten, sondern muss auch den Neutralleiter ausschalten dorthin. Gell? Ja, also sowas gibt es auch. Jetzt schauen wir uns an, wie das funktioniert. Okay. Schauen wir uns das an. Also es gibt im Prinzip zwei Auslösemechanismen bei so einem Leitungsschutzschalter. Ich habe da so eine Charakteristik aufgezeichnet. Also bei der Schmelzsicherung haben wir es ja so gehabt, dass die bei kleinen Überströmen, ja, dann hat die eigentlich fast gar nicht ausgeschalten. Und je größer der Überstrom war, ja, desto schneller hat das ausgeschalten. Das hat halt irgendwie so irgendwie ausgeschaltet. Ja. Das war diese Schmelzcharakteristik. Je höher der Strom war, also da zum Beispiel 100-facher Nennstrom, buch, hat schon relativ schnell ausgeschalten. Das haben wir dann schon ziemlich flott unten. Also vielleicht bin ich da mit der Kurve etwas zu weit oben. Aber so ähnlich schaut das aus. Okay? Jetzt ist es nicht unbedingt schlecht. Ja, bei hohen Strömen funktioniert das eigentlich ganz gut. Und auch so etwas ist eingebaut im Leistungsschutzschalter. Und zwar eine thermische Auslösung. Okay? Also es gibt auch beim Leitungsschutzschalter ist das. Eine thermische Auslösung. Wie funktioniert die? Die thermische Auslösung funktioniert mit einem Bimetallstreifen. Okay? Bimetallstreifen, ich zeichne es kurz auf, wie das funktioniert. Das ist ein Streifen aus zwei unterschiedlichen Metallen. Also es gibt hier eben diesen Streifen. Der ist üblicherweise relativ lang und der besteht aber aus zwei unterschiedlichen Materialien. Okay? Also unten habe ich ein Material, oben habe ich ein Material und wenn der warm wird, dann haben diese zwei unterschiedlichen Materialien unterschiedliche Wärmeausdehnung und sagen wir jetzt, das untere dehnt sich mehr aus wie das obere. Das heißt, wenn der warm wird, dann biegt sich dieser Bimetallstreifen so durch. Weil das untere wieder länger wie das obere, also wird so ausschauen irgendwie, gell? Und diese Bewegung kann ich dazu ausnutzen, um einen Schaltkontakt zu öffnen. Bimetallauslösung. Okay? Bimetallauslösung. So funktioniert das. Übrigens, das Symbol eines solchen Leitungsschutzschalters, das hat beide Auslösungen eingezeichnet. Ja? Also ich zeichne das jetzt zweimal. Einmal pädagogisch wertvoll mit verschiedenen Farben und einmal so wie es gehört. Thermische Auslösung. Zeichnet man oft so als so. Okay? Natürlich zeichnen wir es nicht bei uns, sondern zeichnen es eigentlich in der gleichen Art und Weise. Thermische Auslösung mit Hilfe eines Bimetallstreifens wird dann genauso funktionieren wie eine Schmelzsicherung. Ja? Mit allen Vor- und Nachteilen.
Und dann gibt es aber nur eine magnetische Auslösung. Mit Hilfe einer Spule, also so ähnlich wie ein Relais. Ja. Es gibt irgendwo gibt es einen Kern. Okay. Irgendwo gibt es da einen Kern. Und es gibt um diesen Kern eine Windung. Jetzt bin ich, ob ich das hinkriege, so wie ich das haben will. Ja. Durch diese Windung fließt der Strom. Wo Strom rennt, ja, also da lasse ich jetzt den Strom durchrennen. Wo Strom rennt, entsteht ein Magnetfeld. Das ist ein ferromagnetischer Kern. Dieser ferromagnetische Kern bündelt das Magnetfeld, kann das vielleicht sogar etwas irgendwo hinleiten und zieht eine Platte mit einer magnetischen Kraft an. Je größer der Strom, der dort durchrennt, desto größer ist die magnetische Kraft auf diese Platte und irgendwann ist diese Kraft so groß, dass bock, löst diese Kraft, wie bei einem Relais, löst diese Kraft zwei Kontakte voneinander und es gibt die magnetische Auslösung. Back. Zeig mal so. Okay. Natürlich in echt ebenfalls mit der gleichen Farbe. Das kann man sehr genau einstellen. Da gibt es dann irgendwelche Federn und Vorspannungen und so weiter. Kann man ziemlich gut festlegen, bei welchem Überstrom das Ding ausschaltet. Okay, jetzt sagt man, okay, ich habe diese thermische Auslösung und hier mache ich eine magnetische Auslösung, die fährt man da ein und zieht das schon voll weit nach unten. Okay. Und auf einmal habe ich hier praktisch einen Bereich, in dem das funktioniert, ja, und dann schaltet ihr relativ plötzlich aus. Gut, ja? Und wenn eine längere Überbelastung ist, dann schaltet die thermische Auslösung ebenfalls nur aus. Funktioniert, ja. Was mache ich dann aber zum Beispiel mit irgendwelchen Motoren, mit irgendwelchen induktiven Lasten, mit irgendwas, was am Anfang relativ viel Strom braucht und nachher unten ist, ja, also einen Einschaltstromstoß, das sind viele Geräte. Ja. Überall, wo Induktivitäten drin sind, das gehört zuerst aufgeladen, auch Kapazitäten haben einen Einschaltstromstoß. Jetzt, wenn man so einen Leitungsschutzschalter verwendet, dann schaltet er an, ja, weil es ist nämlich, das ist ja relativ schnell wird er abgeschaltet. Jetzt kann ich keinen Motor einschalten damit. Bei Schmelzsicherung war das kein Thema, weil die waren eh ein bisschen träge und bis der Einlaufstromstoß vorbei war, hat sich das noch nicht so aufgeheizt gehabt. Deswegen gibt es hier eben verschiedene Auslösecharakteristiken. Es gibt zum Beispiel da den B. Der B, der schaltet irgendwo da bei 4, 5, 6-facher Nennstrom aus. Ja. Dann gibt es den C, den C, der schaltet halt ein bisschen weiter oben aus. Da ist diese Windung und die Vorspannung für irgendwelche Fäden halt ein bisschen andere. Da gibt es da den C, ja. Und drüber gibt es auch noch den D. D, ja. Das sagt praktisch, was B ist normal, C ist halt für irgendwelche Motoren und D, ja, für irgendwas, was wirklich gescheit Strom am Anfang braucht. Das haben wir dann irgendwo bei 10 bis 20-fachen Überstrom. Da in dem Bereich schaltet der aus. Das sind so Klassen, in dem diese Leitungsschutzschalter, in diesen Leitungsschutzschalter eben auslösen. Ja? Und darum haben wir halt die thermische Auslösung, naja,
Die ist aber auch nicht so ganz genau, sondern die hat halt so einen Bereich, in dem sie zuschlägt praktisch. Ja. Normalerweise im Haushalt haben wir B-Automaten verbaut. Ja. C-Automaten ist eben für Motore, D-Automaten haben wir schon relativ selten. Sagen wir mal. Ja. Wenn wirklich hohe Ströme gefordert sind. Ja, schauen wir sich am Computer kurz an, wie so ein Leitungsschutzschalter jetzt tatsächlich aufgebaut ist. Jetzt wissen wir das Wirkprinzip eines Leitungsschutzschalters. Und jetzt habe ich hier auf Wikipedia gefunden, Bild, ja, wie schaut es aus? Ja, das ist ein animiertes Bild. So schaut das aus innen, wenn man da hineinschaut. Da gibt es eben diesen Hebel, diesen Schalter, den man hinaufdrücken kann und hinunterdrücken kann. Wenn er hinaufgedrückt ist, na, dann sind diese Kontakte alle miteinander verbunden. Ja, dann haben wir hier eine elektrische Verbindung zwischen den oberen und den unteren Kontakt. Okay? So, und dieses graue Teil hier unten, dieses lange graue Teil, das hier ist die Bimetallauslösung. Das ist der Bimetallstreifen, der biegt sich um, ja, und der würde nachher praktisch die thermische Auslösung machen. Und hier sehen wir diesen Kern, diesen Eisenkern, und die Windung rundherum, ja, das ist die magnetische Auslösung. Also hier haben wir die magnetische Auslösung, die halt die Überstromauslösung macht. Und da haben wir dann hier eine Verbindung, hier haben wir den Kontakt, und das geht hier runter auf den unteren Anschluss. Also Schraubklemmen und mehr ist da nicht drin. Ja? Da sehen wir dann irgendwelche Federn und irgendwelche mechanischen Umlenkhebel und so weiter, dass das halt schaltet und nicht schaltet. Ja? Sondern dass das knackig funktioniert, dass das wirklich schaltet und von einer Position in die andere springt, Feder vorgespannt und so weiter. Was ist jetzt das da? Der große Bereich dahinter, was so kompliziert ausschaut, das ist eine Funkenlöschkammer. Also wenn es da aufknallt praktisch die Verbindung, dann entsteht ein Funke und dieser Funke wird in die Funkenlöschkammer, der wird heiß, der steigt deswegen auf und der wird in die Funkenlöschkammer hinein und von großen Funken wird der aufgeteilt in viele kleine Funken, die wesentlich leichter zu beherrschen sind. Also das Teil da hinten, das ist eigentlich nur, dass es nicht hin wird. Okay? Hat funktional sonst nichts und ist auch nur, dass es länger haltet. Ja? Funkenlöschkammer. Ja, und ansonsten, so funktioniert das. Ja? Also man sieht, straightforward, das ist ein sehr nettes Bild, muss ich sagen. Kann gut reinschauen hier. Sieht man nicht alle Tage so ein Durchsichtding. Ja? Leitungsschutzschalter. Das sind auch die zwei üblichen Varianten. Die zwei üblichen Varianten, wie Anlagenschutz passiert. Ja? Schmelzsicherung, Leitungsschutzschalter. In Kombination oftmals mit Vorsicherungen, Hauptsicherungen und so weiter. Verschiedene Charakteristiken. Das wissen wir jetzt. Jetzt, sagen wir mal, wenn wir so einen Leitungsschutzschalter drin haben, der bei 12 Ampere ausschaltet, da ist ein Mensch schon lange gestorben. So lange können wir nicht warten. Das hält ein Kupferdraht aus, aber kein menschliches Gewebe. Deswegen werden wir sie in den nächsten Videos über Personenschutz unterhalten. Ja. Zuerst werden wir mal sprechen, ja, warum ist denn das eigentlich so gefährlich? Warum sind wir denn so empfindlich auf elektrischen Strom? Warum? Nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.